Ah, mal gucken, was ich heute koche. Ich glaube, ich rufe erstmal Wörter an. Internet schreiben. Oh nee, werde ich gleich mal antworten. Ich spinne doch. Hallo? Hallo Birte, hier ist Marlies. Wie geht's? Gut, und dir? Auch gut, danke. Du, Isabella ist doch vor 2 Wochen Mutter geworden. Ja, stimmt. Ist es eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir könnten ihr was zur Geburt schenken. Das ist eine gute Idee. Worüber würde sie sich denn freuen? Ich weiß, dass sie noch ganz viel Babykleidung braucht. Was hältst du davon, wenn wir ihr einen Gutschein für Babykleidung schenken? Dann kann sie sich die Sachen selbst aussuchen. Ja, das finde ich gut. Dann kann sie genau das kaufen, was ihr gefällt. Und wir können ihr dazu noch ein paar nützliche Dinge schenken, zum Beispiel Windeln, Babyflaschen und so weiter. Was meinst du? Der Vorschlag gefällt mir richtig gut. Wollen wir zusammen einkaufen gehen? Ja, gern. Hast du heute Zeit? Nein, heute kann ich leider nicht. Und morgen? Da muss ich den ganzen Tag arbeiten. Wie wär's mit übermorgen? Ja, das passt. Sagen wir um 15 Uhr? Warte, ich guck mal schnell meinen Kalender. Ja, das passt auch bei mir. Wo wollen wir uns treffen? Ich bin übermorgen sowieso mit dem Auto unterwegs. Soll ich dich von zu Hause abholen? Ja, das ist ein super Vorschlag. Und wann wollen wir ihr die Geschenke überreichen? Ich besuche sie am Sonntag. Komm doch einfach mit. Und wann besuchst du sie? Um 17 Uhr. Das schaffe ich leider nicht. Ich muss bis 17.30 Uhr arbeiten. Wir können uns auch etwas später treffen. Ich kann dich direkt von der Arbeit abholen. Wie wär's damit? Oh, das wäre super. Wie viel Geld soll ich mitbringen? Sind 50 Euro genug? Ja, das reicht. Prima, dann sehen wir uns übermorgen um 15 Uhr bei dir. Super, so machen wir das. Bis dann, mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss.